Ausschweifend, aber auch tolerant. Exzessiv. Stilprägend. Und geil. Spannend, aufregend und vielfältig. Es wächst und wächst und wird immer bunter, habe ich das Gefühl. Laut, bassig, schön. Es ist super einfach. Also es ist, für jeden was dabei und es gibt so viele verschiedene Sachen, die ich zum Glück gar nicht alle mehr angucken muss und mir selber. Ich weiß, dass sich Leute aller möglicher Interessensgebiete um musikalisch oder feiermäßig hier wohlfühlen. Das ist das Schöne in Berlin, dass es einfach alles im Angebot gibt und eben nicht alles in der teuersten Preiskategorie, sondern alles auch ein bisschen im trashigeren oder im günstigeren, und so, dass sich Leute auch leisten können zu feiern und lange unterwegs zu sein und das Leben auf der Straße oder mit den Partys zu genießen, das finde ich gut. Sehr facettenreich, und auf jeden Fall ist Berlin als Musik, Stadtkultur auch immer im Wandel. Man merkt es, wenn man in andere Städte geht, dass Berlin nach wie vor eine fantastische Clublandschaft hat. Also ich glaube, dass es beim Techno immer noch eine kleine Gruppe von Leuten gibt, die sehr begeistert von Techno sind und die auch die Musik hören und nach der Musik tanzen. Aber ich glaube nicht mehr, dass es so eine große Welle ist. Generell würde ich sagen, dass Berlin sowieso gerade europäische Partymetropole eigentlich ist. Weil wenn du mal in diese Clubs auch gehst, also wenn du jetzt mal Bar 25 nimmst oder so, ich würde jetzt mal über den Daumen peilen, 60-70% sind Touristen. Das hat sicherlich auch was mit so einer Art Europäisierung des Berliner Nachtlebens zu tun. Existieren tut das ganze System in Berlin eigentlich dann hauptsächlich wegen den Touristen, nicht mehr wegen den Einheimischen. Ja, also Dinge wie eben günstiger Flugverkehr und andere Faktoren haben dann beeinflusst, dass mittlerweile die Stadt überrannt wird, kann man schon fast sagen. Ist Techno tot? Also ich glaube, in der Art wie Mitte der 90er Jahre, das ist nicht mehr. Also diese Begeisterung und ich glaube, das hat sich geändert. Generell sind wir am Bezirk Friedrichshain gleich dran, wo sowieso jedes Wochenende Tausende von Leute reinströmen und am Feiern sind. Und das ist halt einfach einmalig weltweit. Ja, in den 90ern hieß es mal, wenn Berlin Hauptstadt ist, ist es vorbei mit dem Nachtleben und dem Partyleben, dem Wilden. Und ja, es ist anders gekommen. Ich denke, dass die Techno-Szene ist letztendlich ja schon 89 entstanden und im Wesentlichen in ihren Grundzügen im Fischlabor oder in West-Berlin zu dieser Zeit noch. Wenn wir mal 20 Jahre zurückgehen, kann man sehen, dass halt die meisten Clubs sich nach dem Mauerfall natürlich so in Mitte gesammelt haben. Also Trendclubs in Mitte waren ja damals eben ganz klar das Cookies und das WMF, was ja damals noch in Mitte war. Würde ich jetzt sagen, dann 103 Club natürlich auch, war damals auch in Mitte. Das waren so die Trendclubs. Um Potsdamer Platz herum natürlich mit Tresor und E-Werk und dann eben die kleineren Läden, sowas wie WMF, Friseur und so. Also der Tresor, WMF, alle möglichen, Polar TV, alle möglichen Clubs waren in Mitte. Da war das Cookies, da war das E-Werk, da war das Tresor zum Beispiel und viele, viele andere Läden wie das No-Ufos. Und natürlich gab es da auf jeden Fall
ein Leben, was da jetzt nicht mehr existiert. Der Tresor ist Vorreiter für Techno gewesen und letztendlich bei vielen kleinen Veranstaltungsorten oder temporären Veranstaltungsorten wie das E-Werk, das mindestens genauso berühmt war, aber einfach nicht so lange gemacht hat, hat er am längsten eine Kontinuität gehabt. Okay? Aber es ist nicht der Maßstab an sich. Es gab ganz viele verschiedene andere Läden, wo aus was Kleinem was Großes geworden ist. Das hat sich ja, das ist eben ein Phänomen nach Mauerfall gewesen, dass man hier einen Freiraum hatte und Gott sei Dank, und das ist vielleicht das Überraschende eigentlich, konnte sich dieser Freiraum bis heute halten. Also bei der ersten Party waren es schon, es war also eine kleinere Fabriketage, wo wir angefangen haben, und es waren wirklich schon über 1000 Leute, die da waren. Ja, dass es hier wirklich einen Bedarf gab für diese Art von Musik, das wussten wir vorher eigentlich nicht so richtig. Also es hat mich persönlich einfach wirklich erstaunt, als wir dann die erste Party gemacht haben und es einfach eine riesen Schlange davor war und einfach, es waren so dermaßen viele Leute da und es war wirklich so für uns, also für mich auf jeden Fall wirklich ein großer Schock. Nach Ost-Berlin sind alle gegangen, die ein bisschen mehr Freiheit haben wollten, also waren das sehr viele Jugendliche, und nach West-Berlin sind ganz viele gegangen, um dem Militärdienst zu entgehen. Also waren prozentual sowieso in dieser Stadt beschissen viele Jugendliche da, und dazu gab es eine neue Musik und dazu gab es eine Maueröffnung und dazu gab es wahnsinnig viel Leerstand. Den Techno-Stil einfach auch gar nicht mehr gibt. Also was es mal in den 90er Jahren ja so üblich war, in bestimmten Kreisen irgendwelche hohen Buffalo-Schuhe zu tragen und pinke Klamotten, das lässt sich ja gar nicht mehr so festmachen. Ich glaube, nach der ganzen kommerziellen Tanzmusik und diesen ganzen, was man sonst in Clubs, diese Chart-Sachen, ich glaube, da war auch schon Bedürfnis auf was Neues. Ne? Und diese Neue hat, würde ich sagen, Musik, die sehr perkussiv war, die sich wirklich auch auf den ersten Blick erstmal sehr monoton klingt, wo aber sehr viel doch dann passiert, wenn man sich darauf erstmal einlässt. Das war zu dem Zeitpunkt sehr neu und da war auch so ein Gefühl, da wirklich auch was Neues zu probieren. Und das ist deswegen wahrscheinlich auch so erfolgreich gewesen. Ich glaube, dass das zwar in der Stadt nicht so sichtbar war, aber dass die Grundlagen dafür in den 90er Jahren gelegt wurden. Der Underground, der archetypische Underground-Club, wurde mehr oder weniger von Berlin geprägt durch den Leerstand und den etwas heruntergekommenen Locations. Ja, der Wandel ist natürlich sehr signifikant für Berlin, weil Berlin halt eine sehr dezentrale Stadt ist. Und dadurch hat sich die Clubkultur, war eigentlich immer schon einer gewissen Fluktuation unterlegen. Ja, im Grunde genommen hat es eine Bewegung praktisch gen Osten gegeben, wobei in dem Fall meine ich geografischer Osten, weil Kreuzberg eben östlich von Mitte liegt. Rio gab es ja dann, danach eben das Scala. Die waren extrem wichtig für dieses Publikum auch. Aber die gibt es ja beide nicht mehr. Ja, das Picknick gibt es noch. WMF gibt es ja auch nicht mehr. Schon lange nicht mehr. 103 gibt es auch nicht mehr. War ja Mitte, dann eben das Café, dann eben Kreuzberg. Vor 8-9 Jahren war auf jeden Fall noch der alte Tresor auf jeden Fall. Der war noch ganz groß. Dann halt auch Sachen, die es heute noch gibt, aber die weniger aktiv sind, wie zum Beispiel der Pfefferberg oder Kulturbrauerei. Das heißt, was früher vielleicht noch am Potsdamer Platz war, wäre jetzt das Beispiel Tresor damals oder das E-Werk, die praktisch in unmittelbarer Nachbarschaft zum heutigen Finanzministerium sind und also im Zentrum wirklich der Stadt waren, geht es eben heute praktisch die Spree entlang. Das ist meiner Meinung nach jetzt auch die nächste Partymeile, wenn man es jetzt so benennen will. Das fängt vorne Warschauer Straße an, ja, dann mit RAW, Astra als Riesenlocation, dann Cassiopeia Skatepark, dann geht es weiter mit
MIKZ oder Mix. Und dann eben, was du gesagt hast, bis zum Ostkreuz mit diesen About Blank. Wilde Renate, ganz wichtig. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat sich eben diese Achse von Mitte so ein bisschen nach in den Osten rein verschoben. Ja. Klar, wenn man einfach unterwegs ist mit Fahrrad, Freunden, zu Fuß irgendwie so, dann kann man hier schon einige Sachen erleben in den verschiedenen Locations. Jam, Maria, Ostgut, Berghain, hier eine Wiese, da eine Tankstelle. Morgens in die Bar 25 rein, also da geht einiges. Ganz klar, ganz wichtig. Also wenn du auch am Wochenende unterwegs bist in der Reweler Straße, da ziehen ja die Massen durch. Früher waren es vor allem jetzt Berliner, die das ausschweifende Nachtleben irgendwie nutzen konnten. Ja, mittlerweile sind es halt mehr in Europa, die deswegen hierher kommen. Aber der Grund ist derselbe noch. Es gibt einfach günstige Industrie, also leerstehende Industrieanlagen, die man günstig von der Stadt bekommen kann. Und das ist halt ein Phänomen, was es in anderen Städten so nicht gibt. Und die Frage ist natürlich jetzt, oder das Entscheidende ist, glaube ich, an der Geschichte, dass eben diese Freiräume einfach nicht mehr vorhanden sind, weder in Kreuzberg noch Neukölln, weil es ist erstmal, ist es der Westteil, also die ganzen Plätze sind eigentlich schon fast belegt und natürlich drängen jetzt die Studenten und die Kreativen langsam in diese Bezirke, weil die Mieten noch bezahlbar sind, dadurch werden die jetzt auch höher, das heißt, die Alteingesessenen werden langsam verdrängt, ja, aber das passiert alles viel langsamer und niemals so massiv, wie es im Prenzlauer Berg und Mitte passiert ist, geht gar nicht. Und vor allem auch, dass es, ja, die Leute, die dort die hinziehen und die ausgehen, sind auch eher in Friedrichshain oder in Kreuzberg zu Hause und nicht in Schöneberg und Wilmersdorf. Glaube ich nicht, nee. Also auch das Jam hat irgendwie Publikum aus der ganzen Stadt und das Maria hat von überall der Leute, die irgendwie hinkommen. Also das ist auf keinen Fall ein regionales Phänomen. Vielleicht wohnen sie in Friedrichshain mit Sicherheit und ein paar noch in Mitte und ein paar noch im Prenzlauer Berg und einige in Kreuzberg und Neukölln. Also ich glaube eher, dass es eben das Problem ist, ist es dezentralisiert oder zentralisiert? Und eben vor 8-9 Jahren war halt das spannende Prenzlauer Berg Mitte. Und da haben halt einfach alle gewohnt, da bist du einfach mit dem Fahrrad rumgefahren. Die Berliner selber wohnen mit Sicherheit in allen Bezirken, also das ist denen doch völlig egal. Du weißt, wenn du in Marzahn wohnst oder wenn du in Reinickendorf wohnst und du hast Verstand und möchtest ausgehen und möchtest Ellen Alien sehen, dann musst du halt nach Mitte fahren oder nach Friedrichshain fahren oder in Prenzlauer Berg fahren, aber die werden wahrscheinlich auch in Zukunft nicht in Reinickendorf spielen, okay? Ich glaube einfach, dass die Bezirke in Ost-Berlin noch nicht so entwickelt sind und deswegen dort Industrieanlagen und Flächen sind, die es im Westen einfach nicht mehr gibt. Also wenn man sich die Spree einfach vom Reichstag aus über den Hauptbahnhof westlich anschaut, dann sehe ich da einfach keine Grundstücke zum Beispiel. Oder auch in Schöneberg, was ja früher sogar mal, glaube ich, ein Nachtlebenbezirk war, sehe ich wenig Freiraum, um sowas machen zu können. Insofern denke ich, dass einfach, weiß nicht, Bezirke wie Oberschöneweide zumindest einfach noch Hallen bieten, wo sowas stattfinden könnte. Ist nur die Frage, ob die Leute hinterherziehen. Aber ich nehme an, dass das passieren wird irgendwann, ja. Der wichtigste Grund, überhaupt hierher zu gehen in diese Gegend, war mit Sicherheit gewesen, dass man in Mitte einfach keine anständigen Locations mehr mieten konnte. Also alles hat in Mitte angefangen, da waren wir am Anfang. Aber mit zunehmender, sagen wir mal, Renovierungskunst, ja, Geldeinfluss, teuren Wohnungen, wurde das einfach nicht mehr gerne gesehen und die wollten auch keine Clubs mehr genehmigen. Ich glaube, die Basis, auf der es beruht, ist, dass man einen Raum hat, der eben wenigstens 5 Meter hoch ist, da man den nicht überall findet, geht das zwangsläufig auf solche Liegenschaften hinaus. Inzwischen sind diese Projekte ja nicht mehr Halligalli,
sondern tatsächlich Unternehmensstrukturen. Und es macht natürlich keinen Sinn, die ständig umzuziehen. Das ist das, was das Publikum immer so gerne mochte, aber es gibt A, den Freistand nicht mehr, es gibt auch nicht mehr die behördliche Toleranz in a way. Es gibt noch nicht mal aber die Durchsetzungsmöglichkeit zu sehen. Ich denke also, in Zukunft wird der Kunde von Wedding bis Neukölln gehen müssen. Also einfach auch von der offiziellen Seite einfach eine Konzession zu bekommen, ist einfach viel härter als vor ein paar Jahren. Also du konntest ja einen Club ein, zwei Jahre illegal führen und hast du den einfach offiziell gemacht. Die waren alle völlig kulant von den Behörden. Und das ist einfach nicht mehr so. Es ist nicht jemand gekommen und hat gesagt, so, wir haben hier aber eine Bestimmung und die müssen wir jetzt auch umsetzen. Das gibt es heute wieder. Okay, du kannst heute nirgendwo hingehen und einen illegalen Club machen oder jedenfalls nicht wirklich. Dann haben wir uns gedacht, okay, dann müssen wir dahin gehen, wo es Brachen gibt. Und die gab es hier am allermeisten. Das haben ja die anderen dann auch später gemerkt. Jedenfalls sind ja in der Folge alle Clubs hierher gegangen. Oder jedenfalls die allermeisten. Und hier war das wohlwollend aufgenommen. Also hier gab es überhaupt kein Problem mit der Bauaufsicht oder mit den zuständigen Behörden. Die hatten da Lust dazu, das zu machen. Für die war das eine interessante Sache. Für die Mitte war das unerwünscht. Oder eben auch mittlerweile kleine Läden in Kreuzberg aufgemacht haben. Also zum Beispiel Kleine Reise ist total spannend. War ein wahnsinnig super Booking. Und Farbfernsehen zum Beispiel. Also es ist halt eher so eine Mischung Bar-Club. Das hat sich ja alles entweder vom Prenzlauer Berg oder, sag ich mal, Mitte, Prenzlauer Berg, dann eben Friedrichshain. Ja? Aber du darfst ja nie vergessen, es sind ja nicht nur die Leute, die dort hier wohnen und die einfach dann auch dort bleiben und älter werden auch. Ja? Das darfst du nicht vergessen. Clubkultur hat ja immer was mit Studentenkultur oder so viel mit Studentenkultur zu tun. Und die Mietpreise wurden ja gerade schon mal angesprochen. Also gerade wenn in den Peripheriebezirken die Mieten sinken, dann ziehen da halt auch viele Studenten hin. Also es ist so dieser typische Wandel. Und es verlagert sich halt in so einer Großstadt, vor allem wie Berlin, die ja auch nicht wirklich zentral funktioniert, verlagert sich halt ständig. Und die Leute sind halt auch älter geworden, also die früher Partys gemacht haben, die haben fertig studiert, die haben halt jetzt Jobs, sind Akademiker, verdienen gut, Double Income Pärchen und dann eben kommen die Kinder. Und jetzt siehst du ja auch, ich meine, es sind halt wahnsinnig viele Kinder und da ist halt eben der Kindergarten wichtiger als irgendwie die neue hippe Bar oder Club, ist doch ganz klar, ist ganz normal. Aber mit dem Mauerfall muss man einfach verstehen, dass die damals geburtenstarken Jahrgänge, ja, alle eher so um die 20 oder 25 waren, wenn sie jetzt 40 sind, ja, also das größte Feierpotenzial hatten, aber auch die größte Mehrheit an Jugendlichen darstellten. Also heute sind es prozentual dann trotzdem weniger. Dieser typische Prozess der Gentrifizierung, dass bestimmte Gegenden eben günstigere Mieten haben, dann ziehen da junge Leute hin und dann öffnen da eben auch die entsprechenden Ausgehmöglichkeiten. Das wird sicherlich eben noch Neukölln, Nordneukölln ein bisschen sein. Aber die neu zugezogenen, wenn irgendwo der Bezirk voll ist und die Mieten steigen, dann gehst du woanders hin. Das war halt dann Friedrichshain, dann halt eben wieder Kreuzberg und jetzt Kreuzköln, jetzt Neukölln, weil Kreuzköln auch schon völlig teuer geworden ist. Also so wird halt immer irgendwo irgendwelche Lücken und Ecken gesucht, wo die Leute hinziehen. Und dort entstehen natürlich auch neue Sachen. Letztendlich ist das ja auch so, wir haben in Mitte angefangen, das hat sich so ergeben, weil das lag halt zentral, also sind alle da hingegangen und da gab es genug Freistand. Jetzt ist alles schön saniert worden, okay, in ihrer Struktur erhalten soweit, aber das bedeutete auch zwangsläufig, wir haben es publik gemacht, wir durften gehen. Okay, jetzt haben wir diese ganze Area 10 Jahre bewirtschaftet und publik gemacht, jetzt dürfen wir gehen. Wenn wir nach Rummelsburg gehen, befürchte ich, dass dasselbe passieren wird. Aber da, glaube ich, kommt gerade so ein bisschen Umdenken. Weil das eben ein massiver Wirtschaftsfaktor ist, die Clublandschaft. Und es sind eben nicht Clubs, die normale Mainstream-Musik spielt, sondern es sind ganz klar die Clubs, die immer innovativ waren und immer underground waren. Im Großen und Ganzen ist es die elektronische Musik in Berlin. Würde ich sagen, dass die Clubs auf jeden Fall international zumindest die bekanntesten sind. Existieren tut das ganze System in Berlin eigentlich dann hauptsächlich wegen den Touristen, nicht mehr wegen den Einheimischen. Ja, also Dinge wie eben günstiger Flugverkehr und andere Faktoren haben dann beeinflusst, dass mittlerweile die Stadt überrannt wird, kann man schon fast sagen. Also es gab halt immer so ein paar zentrale Clubs, die
geschlossen haben, aufgemacht haben, umgezogen sind, ja, die sich immer bewegt haben und sich auch immer wieder entwickelt haben. Und manche davon sind halt zu Institutionen geworden. Ja, wie die Maria zum Beispiel ist eine Institution. Natürlich auch das Berghain und so weiter, ja, die ja dann eben auf dieser Achse liegen da. Also von Mitte nach Kreuzberg, Friedrichshain, einfach Watergate und so. Ja, sind ja ganz weltberühmte Clubs einfach. Ja, und nach wie vor einfach Institutionen. Clubs sind immer umgezogen. Die Frage ist halt nur, machen sie weiter, ziehen sie um, suchen sie sich neue Freiräume. Um das geht es einfach. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Leute einfach weitermachen und weiter hungrig bleiben und interessiert bleiben und offen. Dann lassen die sich davon nicht unterkriegen. Aber es ist halt trotzdem traurig, dass halt eben der Stadtkern oder durch solche Pseudo-Prestige-Projekte, wo eigentlich keiner weiß, für was sie gut sind oder vielleicht ein paar einzelne Investoren reich zu machen oder auch nicht. Das ist halt ein bisschen arm und ein bisschen kurz gedacht. Wir gehen mal abends durch Mitte. Ein paar grölende Touristen und ansonsten einfach tot. Potsdamer Platz, tot. Aber ich sehe da auch immer noch so viel Energie und Möglichkeiten, dass bestimmte Akteure in der Stadt einfach weiterhin auch die Freiräume finden und sie bespielen werden. Der Leerstand entscheidet, wo Clubs entstehen werden, die neuen. Und natürlich halt auch, wo die Leute hingehen können. Also der Anschluss muss gut sein, es müssen Leute in der Nähe wohnen, die halt auch feierwillig sind. Das ist halt eher nicht in Grunewald, sondern halt wirklich dann eher in der Nähe von Prenzlberg, Friedrichshain, in der Gegend und vielleicht Neukölln. Aber Bezirke wie Neukölln und Wedding, denen fehlt halt wirklich dieser Leerstand und die Möglichkeiten halt Freiflächen oder Industrieflächen zu nutzen, wie halt hier jetzt gerade am Ostkreuz zum Beispiel. Weil ja schon, bevor selbst die Firmen zugemacht haben, also Dieser Effekt hat ja vielleicht 3 Jahre gedauert, 90 bis 93, direkt nach Mauerfall, bis die meisten Firmen von der Treuhand abgewickelt waren oder leer waren oder direkt gecancelt wurden. Aber davor waren ja schon wahnsinnig viele Flächen einfach frei, weil die DDR hat die verfallen lassen und weil ganz viele Leute ja schon vorher abgehauen sind. Da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle, dass gerade, sag mal, Experten, die erstmal eine Menge Kapital in der Hand haben, eben scheitern, weil eine Szene, und das ist, also die Clubszene ist ja quasi eine Szene, eben sehr darauf achtet, dass jemand, der einen Club aufmacht, auch irgendwo Szene zugehörig ist und bestimmte Codes versteht und umsetzt, und daher gibt es da keine Anleitung für und schon gar nicht eben wo, sondern ich denke, dass so das Gespür für Zeitgeist und für bestimmte Werte, die da bestehen, dass das den Erfolg ausmacht. Was jetzt am Entwickeln ist, ist ja sowas wie der nördliche Teil von Neukölln. Da gibt es viel Ateliers, viel Club-Locations, Bars und so. Also da wird auf jeden Fall so der anglophone Bereich entstehen, wo also viele Engländer wohnen, arbeiten und dass eher so im Rock-Bereich irgendwie da sich einiges ansiedelt. Sonst, glaube ich, sind viele Leute einfach weit über die Stadt verteilt und denen ist jetzt nicht so wichtig, dass sie einen Ort haben, wo sie mit vielen Clubs gemeinsam was machen. Wobei Neukölln wahrscheinlich schwieriger ist, weil es erst zum Süden hin, was sehr weit weg ist von hier, wieder ein bisschen industrieller wird, wo also Platz ist. Ansonsten ist das eine sehr starke und ziemlich eng frequentierte Wohnbebauung. Da wirst du wahrscheinlich nicht großen Clubgeschäft betreiben können, denke ich. Also Neukölln ist halt schon ziemlich zugebaut. Es gibt da kaum so eine Flächen wie hier, dass man halt auch einen großen Outdoor-Bereich hat, wo man halt die ganze Nacht laut Musik machen kann. Und das wird halt immer schwieriger.
Aber es ist ein natürlicher Lauf und ich glaube, das ist auch in gewisser Weise nicht mehr aufzuhalten. Auf der anderen Seite muss natürlich die Politik sehen oder die Stadtentwicklung, was sie wirklich wollen oder wie sie Berlin auch vermarkten wollen. Und wenn sie eben Berlin, wie ja, was sie ja auch machen, damit vermarkten wollen als spannende Partymetropole und Kunst-Kulturhauptstadt, dann sollten sie ganz genau aufpassen, was sie da machen und welche Entscheidungen sie treffen. Weil sonst machen sie viel kaputt. Also ich für meinen Teil jedenfalls bin jetzt nicht gewillt, nochmal 3 S-Bahn-Stationen weiter in den Süden zu gehen, ehrlich gesagt. Also die Überlegung ist schon da, aber letztendlich müsste dann eigentlich ein Konzept her, weil was nicht sein kann, ist, dass man, wenn es dezentral wird, dann kann man wahrscheinlich Gebäude oder Flächen finden, die tatsächlich langfristiger zu haben sind. Ja, also man kann dann wahrscheinlich eher im Westen tatsächlich, weil die Leute das Spiel gewohnt sind, also in Wedding oder in Neukölln einen Vertrag machen und auf eine lange Sicht mit Unterstützung der Behörden einen Club betreiben. Ich glaube, dass das im Osten viel schwieriger sein wird, weil zwar sind die Geländeflächen jetzt auch, haben einen Besitzer oder sind in einem Besitztum, aber es ist, herrscht im Osten nach wie vor viel, viel mehr Spekulation noch darüber, was mit großen Flächen passieren könnte. Diese Entwicklung kommt ja einmal nicht zufällig, sondern das sind ja, auch wenn man es vielleicht nicht so auf dem Anhieb sieht, aber es sind ja teilweise durch Quartiersmanagement gesteuerte Prozesse. Das heißt, die bieten ihnen günstig Ladenflächen zur Verfügung, wo dann eine Bar entstehen kann. Und es kann sehr gut sein. Also ich habe mal so eine Studie gelesen, dass es halt sehr gut sein kann, dass mal Marzahn oder Hellersdorf oder so angesagt ist, weil da halt ja die billigsten Wohnungen sind und da halt die Leute wohnen, die halt gerade Party machen. Ja. Aber interessante Orte werden dann vielleicht am Ostkreuz wieder aufmachen, noch ein Stück weiter unten, Treptow erforschen wir. Bis nach fast Lichtenberg mittlerweile. Also die ersten Clubs machen, sind nicht mehr in Friedrichshain, sogar schon noch weiter östlich. Also würde ich sagen, gibt es eine Tendenz vom Zentrum, die Spree entlang ostwärts. Tomek sagte auch mal zu mir, dass Marzahn irgendwie so in ein paar Jahren so der Hype-Point sein kann. Das kann durchaus passieren, wenn die Mieten auch in Kreuzberg so hoch sind oder auch in Friedrichshain oder auch in Neukölln so hoch sind, dass sich das keiner mehr leisten kann, als Student dort hinzugehen einfach. Das heißt, wir gehen dahin, wenn das Rummelsburg die nächste Option wäre, dann machen wir das 10 Jahre, dann haben sie hier alles bebaut, dann ist der Fokus der Stadt auf dem nächsten Großgelände, was man in, was weiß ich, verwandeln könnte. Und dann musst du da wieder weg und das macht wenig Sinn. Ich glaube also, dass man tatsächlich in einer gewachsenen Struktur im Westen da fast besser aufgehoben ist als im Osten. Das Interessante und das Spannende war halt auch immer, dass du halt jeden Club am Wochenende zum Beispiel mit einer Kurzstrecke, ja, mit einer Kurzstrecke mit dem Taxi, 3,50, jetzt sind es 4 Euro, dass du die halt erreicht hast. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, ja, weil es halt einfacher ist, irgendwie mit 3 Leuten oder 4 Leuten in ein Taxi rein, jeder schmeißt 1 Euro und wir fahren jetzt in den nächsten Club. Und das ist halt ganz einfach. Also es gibt einen zentralen Bezirk vielleicht, aber es gibt eben keine Laufstraße, wo die Clubs sich ansehen. Irgendwo werden die Leute ihren Weg finden und werden das auch weiterhin machen, wo auch immer das dann ist. Ja. Und ich hoffe mal, dass es nicht zu sehr an den Rand gedrängt wird, weil dann wird es halt einfach auch problematisch mit der Erreichbarkeit für die Leute. Und dass halt irgendwie Mitte ausstirbt, das kann ich mir vorstellen. Natürlich gibt es Sachen, die das Nachtleben von Berlin stören könnten, aber ich glaube nicht, dass das in den nächsten 10 Jahren der Fall sein wird. Also ich nehme an, dass wir das, was in den letzten fast 20 Jahren jetzt in Berlin passiert ist, auch noch ein paar Jahre weiter erleben dürfen.